Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Ü40 Zocken und der mittlerweile achten Folge unserer Guerilla-Kampf, ja, Let's Play-Serie. Entschuldigung. Ja, bei der letzten Folge, wenn ihr dabei wart, dann wisst ihr ja, haben wir hier einen epischen Kampf mit zwei Huntern und, zwei Tanks und ein paar Huntern und was weiß ich noch allen für Viechern gehabt. Und haben unter anderem dann auch das PM-71 dort erbeutet, mit dem ich jetzt weiterhin unterwegs sein werde. Und ich habe mir die Kommentare natürlich unter dem letzten Video durchgelesen. Ich versuche sie immer alle zu lesen, auch wenn ich sie nicht alle einzeln beantworten kann. Da auch nochmal bitte um Verständnis dafür. Und ihr wart euch aber eigentlich alle einig, ich sollte die Mission Fluchtburg jetzt noch nicht weiterverfolgen, sondern mich eher in die Südküstenregion begeben. Wir sind jetzt in der Ackerlandregion und hier unten ist die Südküstenregion. Und das werde ich dann auch machen. Macht dann tatsächlich mehr Sinn. Hab aber hier beim Reinspawn noch so eine Random-Mission bekommen. Das ist sie gar nicht, oder? Abnormales Signal. Ach, die ist da hinten. Ja gut, die verfolgen wir dann natürlich nicht, sondern wir gehen dann gleich nach Süden und schalten hier erstmal den Unterschlupf frei. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Flugzeugbunker, so wie das ausschaut. Da machen wir hier gleich mal einen Wegpunkt hin. Zack. Und werden dann natürlich hier im Log das hier nicht weiterverfolgen. Und dann schauen wir mal, was uns in der Südküstenregion denn so erwartet. Hier ist noch irgendwie eine Kiste zum Looten. Dich nehme ich mit. Ich habe ein bisschen Platz geschaffen, habe mich des grauen AKs entledigt, denn das werden wir jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Wir sind mit dem PM-71 sowas von overpowered schon unterwegs jetzt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir so früh schon auf das PM-71 stoßen, aber hey, was soll's, sei es drum. Gut, da hinten sieht man schon den Eingang. Immer schön aufmerksam. Der Harvester, der ist so weit weg, dass der uns jetzt erstmal nicht gefährlich wird. Aber ich höre was. Das hört sich nach einer Runner-Patrouille an. Da sind sie auch schon. Einer. Da hinten ist noch einer, zwei, drei. Aber ich glaube nicht, dass das Geräusch von ihm kommt. Ich glaube, da ist noch einer hier. Ja. Tja, es ist halt jetzt die Frage. Das Ding ist so laut. Was haben wir da hinten? Ein LKW auf der Straße und auch wieder Runner. Ich denke, wir werden versuchen, im Schutz des Waldrandes uns bis davor zu arbeiten. Machen wir es mal so, wie wir es in Wirklichkeit machen würden. Na, wir würden auf keinen Fall über ein offenes Feld rennen. Der hätte mich jetzt voll gesehen, ne? Wenn ich renne, sieht er mich. Ja? Obwohl er so weit weg ist. Das heißt, schnelle Bewegung, laute Geräusche. Das triggert sie auf jeden Fall. So, schön in den Schutz des Waldes. Der Wald ist unser Freund. Ja, vielen Dank auch für die vielen netten Kommentare unter meinem letzten Generation Zero Video. Und wie gesagt, ich habe die Kommentare derjenigen, die mehr Generation Zero sehen wollten, auch nicht böse aufgefasst, ne? Ich wollte euch nur mal kurz so erklären, wie es gerade momentan läuft. Und wie viel Aufwand eigentlich auch dahinter steckt. Aber ich mache es gern, es macht mir Spaß. Und bin auch wirklich für jeden dankbar, der sich meine Videos anschaut. Nicht, weil ich damit auch Geld verdiene, sondern weil es einfach ein schönes Gefühl ist, für euch da draußen ein bisschen Unterhaltung zu produzieren.
mit etwas, was mir selber dann auch noch Spaß macht. Also besser kann es ja gar nicht laufen. Ne? So, hier ist auch noch ein Weg, eine Straße. Die lassen wir dann aber links liegen. Ich glaube, jetzt können wir aufstehen und normal laufen. Ist das nicht schön? Also allein schon wegen der Landschaft hätte das Spiel einen Preis verdient. Entschuldigung. Was ist das da hinten? Lass mal aufklären, scouten. Okay, irgendeine Art von... Könnte das das Bergwerk sein? Nee, ne? So nah sind wir noch nicht an dem Bergwerk, glaube ich. Okay. Dann laufen wir mal schnell darüber. Ah, ist ein Bauernhof, ist ein Silo. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier dann in der Südküstenregion dann auch irgendeinen Bunker finden müssen. Und dort dann die Feldzugspläne oder wie sie heißen, nacheinander machen müssen. Finde den Kommandobunker. Verfolgen. Okay. Vollständigen Zugangscode. Jetzt schalten wir erstmal hier das Ding frei. Und ich denke, wir können die Runner, die da hinten sind, die können wir sicherlich herlocken. So. Ist das ein vollständiger Bunker? Sieht man nicht so aus. Zack. Fizzele. Sammelgegenstände. Okay, das war's schon. Was haben wir hier? Nichts. Aber sicher ist sicher, wir schauen alles durch. Ashes of a Flash. Ash of a Flash. Okay. Die Asche des Fleisches. So, den Wegpunkt können wir entfernen. Ein Kommandobunker. Das hier sieht... Ne, da ist er. Bunker Minken. Okay. Ich würde sagen... Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Bauernhof. Moment mal. Okay, den Bauernhof kenne ich. Entschuldigung. Und hier ist sowas wie eine, ja, wie eine Straßensperre von den Viechern. Also da sind meistens auch große Viecher. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang und schauen den abbrechen. Wir folgen der Straße bis zur ersten Abzweigung und dann den Feldweg da rein oder was das ist. Und so arbeiten wir uns dann langsam zu dem Bunker vor, schalten gleichzeitig noch Unterschlüpfe frei, aber, Moment... Ah. Jetzt brauchen wir ein Fahrrad, würde ich sagen. Ein blaues. Ein schönes, blaues, altes Stahlrahmenfahrrad. Mit Sachs-Torpedo-Dreigangschaltung, Nabenschaltung. Lass uns mal weiter links fahren. Der Bauernhof da vorne? Oder zumindest irgendwie so ein landwirtschaftliches Lagergebäude oder sowas scheint das zu sein. Kontrollpunkt. Aha. Lass uns mal schnüffeln, was es hier gibt.
Lass uns mal schnüffeln. Der geht nicht auf. Hoppla. Da ist der Kontrollpunkt, den man sich dann zusammenbasteln kann. Da wird auch nichts sein, oder? Nee. Okay. Da wir keine Kontrollpunkte bauen und keine solchen Baumissionen spielen, können wir den mal links liegen lassen. So, hier ist die erste Abzweigung. Hier geht es nach Kelleby, genau. Und hier müsste eigentlich relativ schnell ein Weg reingehen. Ich glaube, das ist auch schon hier. Ja, hier sind wir richtig. Da müsste ein Unterschlupf für uns kommen. Bis jetzt ist die Folge ja noch recht gemütlich. Aber ich bin mir relativ sicher, dass uns ziemlich schnell irgendwo die blauen Bohnen wieder um die Ohren fliegen werden. Okay, ich höre schon was. Die Fahrradstation. Scheint eine Höhle zu sein. Nice. Aber sehr, sehr rudimentärer Unterschlupf. Aber reicht vollkommen aus, ne? Von den Elementen geschützt. Grabungslager. Upa, Levelaufstieg. Das ist natürlich gleich die nächste interessante Geschichte. Fertigkeiten. Also, wir haben einen Fertigkeitenpunkt. Tragekapazität haben wir komplett erhöht. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Was haben wir hier? Standfest. Verdoppelt den Bewusstlosigkeitstimer. Lol. Überlebende. Nee. Was haben wir hier? Markierungsinfo. Versorgung. Wurfpräzision. Wurfdistanz. Visiertempo. Nachladetempo. Nachladetempo. Was ist denn das letzte da? Vorhut. Wird dein Schadenswiderstand um 25% erhöht? Scharfschütze. Waffenschwanken. Kommandeur. Sanitäter. Überlebender hat man. Kommandosoldat. Kommandosoldat hört sich gut an. Ausdauer, Regeneration. Dann fangen wir jetzt hier von oben an. Na, sage mal. Okay, das haben wir auch geklärt. Licht aus. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was sich da rumtreibt. Ob wir hier nicht eine schöne erhöhte Position zum Angriff haben. Schlag den Feind, wo du ihn triffst. Das ist ein Runner auf alle Fälle. War ein Runner, ich habe ihn gesehen. Hier irgendwo war der. Und ich höre ein Dings, ein Hunter. Da drüben ist was. Und da ist der Hunter. Übertrieben oder für einen Hunter, aber ich gehe davon aus, dass wo einer ist, ich höre noch mehr. Da sind mehr. Gehen wir mal ein Stück weiter hoch. Gehen wir mal ein
Stück weiter hoch. Von oben nach unten lässt sich's leichter kämpfen. Der kommt schon. Boah. Nein, 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 nicht darunter stürzen. Und jetzt lauf, Forrest. Wo ist er? Da kommt noch einer. Und schon geht's los. So, jetzt gehen wir in die klassische MG. Feuerposition. Wo bist du? Hat er uns verloren oder kommt er? Er hat uns verloren. Nee, hat er nicht. Da ist er. Ich glaube, das war's jetzt. Ach nee, schau mal, was haben wir denn da oben? Ein Familientreffen. Und da ist auch noch was. Gut zu wissen. Dann schauen wir noch mal, was die dabei hatten. Sind auf alle Fälle spektakulär explodiert, ne? Ach so, ja, die Zugangscodes. 44er nehmen wir auch mit. Theoretisch müssten wir jetzt 3 Stück haben. Nummer 2. Wo ist der andere? Der ist irgendwie da runtergestürzt, glaube ich. Da liegt er. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir Häufel mit. Und dich natürlich. Zack. Zugangscode. Okay. Hauptmission. Pop, 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 pop. Bunker Minken. Der Bunker Minken. Da ist er. Ja, okay. Wo kommen wir da rein? Kaseberg. Kommen wir hier rein? Ja, das sieht mir schon nach Zugang aus. Ja. Entschuldigung, ich weiß nicht, was heute los ist wieder. Also los. Ja, roste im Frieden. Rust in Peace quasi. Das sind auch so Gegenden. Ich hatte mal irgendwo oben auf dem Buckel. Es kann sogar sein, dass das der Berg hier war. Entweder ein Tank. Ich glaube, es war ein Tank. Ganz am Anfang, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt hatte. In der Zeit. Man hört sie auf alle Fälle schon von weitem, ne? Mhm.
auf jeden Fall feindlich. Da ist er. Ein Tank. Zwei. Zwei Military Tanks. Ja, okay, also die Gegner werden jetzt schon knackiger. Habe ich kein Infrarotmodul an meinem Fernglas? Will gleich mal gucken hier. Nein, ich will hier unten hin. Infrarot. Ach, das ist an dem Panzerwerfgewehr. Okay, ihr zwei werdet mir nicht gefährlich, noch nicht. Lass uns mal ein bisschen hier das Tempo anziehen. Solche Leitungen sind auch immer ein Zeichen dafür, dass die irgendwo ihre, Entschuldigung, ihre Bauwerke haben. Jetzt mal lauschen. Das ist die Leitung. Bin mir aber relativ sicher, hier schleichen welche rum. Auf dieses elektrostatische Surren. Wie weit haben wir es denn noch? Naja, doch schon noch. Doch schon noch ein Stück. Aber das geht schon. Das kriegen wir schon hin. Sicher sind so ein Pfad geworden, fällt mir gerade ein. Und was ist das hier unten? Ist das ein Easter Egg? Wieder so ein Steinkreis oder irgendwas? Nö, einfach nur umgehackte Bäume. Schon verdächtig ruhig, ne? Hier hatte ich auch schon epische Fights dahin auf dem Parkplatz. Da bin ich eigentlich von der anderen Seite her gekommen, also quasi genau aus der Richtung. Und da hat es schon mal richtig geknallt. Da hatte ich auch irgendwie zwei Tanks und eine Horde Hunter. Die Dinger kann man doch kaputt schießen, ne? Aber Frage ist, sollen wir das tun? Und das wird bestimmt Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wir sind jetzt schon relativ nah an diesem Checkpoint. Hat das Ding Geschütze? Ich sehe mal keine. Wir gehen mal hin. Der Käseberg Außenposten. Wer hat mich da gerade gesehen? Da sind bestimmt Leute Ticks drin. Da oben ist der Bunker. Ich gehe zu dem Bunker. Wir lassen uns jetzt. Ich wusste es. Das hat ein Panzer versucht durchzubrechen. Wir gehen doch hin. Wo
Muss das Vieh? Okay, ich dachte, hier gibt es vielleicht irgendwie so Loot-Dinger. Ich weiß, dass man die Teile vernichten kann. Also sobald die so ausgefahren sind, Entschuldigung, sind die auch verwundbar. Aber wir schauen, dass wir zu dem Bunker kommen. Die Drohne hat mich gesehen. Die hat auch Alarm gegeben. Man hat es ganz leise gehört. Kommt schon irgendwas angerannt? Nö. Ich glaube, dieses Kommandobunker-Netzwerk-Ding hätte ich. Nicht aktivieren sollen. Runner. Einer. Können wir aus der Deckung rauskämpfen. Zustimmt wieder ein Haufen schöner Military Loot. Aber ich kenne das hier. Ich glaube, dass da innen drin mehrere große Viecher sind. Was haben wir überhaupt noch Munition fürs MG 4000 Schuss? Alles klar. Na, geht schon los. Loot. Granate. Panzerbrechend. Hochexplosiv brauchen wir auf alle Fälle. Jetzt Bewegung. Dietrich, nehmen wir mal das, nehmen wir, das müssen wir endlich mal einsetzen, diese Notsignalfackeln, die selbstklebenden. Einfach mal gucken, ob ich schon alle Klamotten habe oder nicht. Ja, ich höre schon. Ich habe gerade was gehört. Ich habe gerade was gehört. Ihr vielleicht auch. Schauen wir uns das mal an. So, jetzt kommen wir erstmal in den Bunker rein. Oder nicht? Das ist so creepy hier. Da ist der Feldzugsplan rechts. Strom ist auch rechts. Ja, wir haben ja knappe 100 Medikits mit dabei. Wir brauchen erstmal Strom hier.
Machen wir erstmal den Strom, sonst kommen wir da sowieso nicht rein, denke ich mal. Da ist ein Hunter. Irgendwo gibt es eine Wendeltreppe, wo hier so ein Tick auf dem Geländer hockt. Was haben wir da? Grün. Brauchen wir beides nicht. Wir haben sie schon in Blau. Ja, hier wird es einiges zum Killen geben. Kampf gewonnen. Ich habe gerade überlegt, ob ich eine Handgranate reinwerfen soll, aber das wäre dann doch ein bisschen übertrieben, oder? Noch eine? Da ist aber noch eine. Stromschalter. Dafür steht hier genug Zeug drin, was uns nützlich sein kann. Da war da noch eine Kiste. Uff, ja, Adrenalin, ganz wichtig. Wundert mich, dass wir bisher erst, ich glaube, ich bin zweimal gestorben jetzt in der Episode. Also nicht in der Episode, sondern in der Serie. Was haben wir hier? Ah, ich weiß, was im Hangar Energie abzapft. Das ist ein Container voller Runner. Deswegen geht der Strom auch nicht. Zumindest nicht richtig. Dafür bleibst du da. Dafür werden wir dann eine Handgranate brauchen. Okay. Den können wir, glaube ich, wegmachen. Der irritiert uns sonst nur. Ist das hier drin? Nee. Die Suizidding. Ja, das war jetzt mal, wieder typisch. Generation Zero, du bist mit dem einen Ding beschäftigt und schon kommt irgendwas anderes. Hier unten ist das mit dem. Und die springen alle in die Luft. Da ist auch der Hunter. Das war das Falsche. Na super. Das war das Falsche. Eine Handgranate verschwendet für nix. Aber jetzt. Die war auch verschwendet. Irgendwo ist ein Hunter. Das neue Prototyp oder was? Nö.
machen das anders. Wir machen das anders. Jetzt hat. Schnüffeln wir hier noch ein bisschen rum. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Hier. Teilmantel nehmen wir mit. Laufgeräusche von den Huntern macht mich nicht ganz kirre. So, was ist jetzt hier Phase? Nächster Auftrag. Kommandobunker-Netzwerk. Achso, ja. Klar. Feldzugsplan. Jetzt hier. Den nehmen wir einzeln. R. Genau. Von wo sind wir gekommen? Von da. Wir machen jetzt den Feldzugsplan. Licht können wir ausmachen, brennt ja überall wieder. Aber für die Gesundheit tun wir was. Ha! Da sind wir. Hier sind wir richtig. Schlupf. Danke. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Nein, wir hatten. Was haben wir denn an? Widerstandskämpferjacke? Ne, die haben wir nicht an. Wir hatten an. In Grau. Grau. Pläne anzeigen. Was haben wir jetzt drauf? Geschosswiderstand haben wir drauf, gell? Kugelfest. Blau. Wir müssen zuerst die blaue machen, dann können wir die lila machen, gell? Gegenstand anfertigen. 5% Geschosswiderstand. Und dann will ich sie in Gold. Okay. 10% Geschosswiderstand. Hose. Widerstandskämpferhose. Es ist nicht. Was hatten wir denn an? Widerstandsjeans. Genau. Kugelfest. Die haben wir schon. Das war's dann, glaube ich. Den anderen Plan haben wir noch nicht. Okay. Was war mit den Schuhen? Fallwiderstand. Widerstandskämpferschuhe. Auch bin voll auf Kugelfest gegangen. Minus. Wieso kriege ich Minus? Hier, den. Okay, das war's. Theoretisch müssten wir jetzt also bei Profil Geschosswiderstand 20 haben. Ob es was bringt oder nicht, ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich kann es euch nicht sagen. Was gibt es hier an neuen Aufgaben? Vielleicht können wir da auch was. Fertige 5 Erste-Hilfe-Sets an. Ich darf eigentlich nicht craften, ne? Verbessere 5 Kleidungsstücke. Was haben wir gerade gemacht? Jacke, Hose, Schuhe. 3. 3. Na gut, komm. Dann schauen wir doch schnell,
Wir haben sonst irgendwas an. Achso, es geht nur 4. Lol. Mir ist ja gerade egal, oder? Das wäre jetzt Nummer 4. Ja, feuerfest, fertig. Das wäre Nummer 5. Theoretisch. Scheiße, ich hätte die natürlich vorher anfangen sollen, ne? Bin ein Depp. Was gibt's so viel? Rucksack mit Medizin. Na komm. Also manchmal stellt man sich auch ein bisschen blöd an, ne? Wir nehmen irgendwas, was wir sowieso nie anziehen. Explosionsfest. Feuerfest. 1. Fliegerjacke schwarz. Feuerfest. 2. Da können wir nichts machen. Motorradjacke. Nee, dann machen wir feuerfest. Abbrechen. Beim Ferdi. Mörderpulli, der hat noch nichts. Wir machen den, den machen wir als optische Tarnung. Das müsste 4 sein. Eleganter Frack, den ziehen wir jetzt mit Sicherheit auch nie an. 5. Tagesauftrag Mittel. Fortschritt 3 von 5. Okay. Standard aus der Hilfe setzt, sein Täterpaket, 5 Stück, die sind bockschwer. Egal. Holz und Gummi können sie behalten. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach so, ja genau. Wir wollten ja nicht. Glaubt ihr, der ist hier drin? Ich glaube nicht, dass der hier drin ist. Aber glauben heißt nicht wissen. Nix. Okay. Tada! Okay, jetzt klären wir erstmal, wo dieses Gekreische herkommt. Da ist das Stromding. Wir haben auf jeden Fall die 2 Hauptmissionen jetzt freigeschaltet. Ist, glaube ich, die MP doch noch besser. Jetzt gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. Wenn mich nicht alles täuscht, aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche, dann ist das hier noch eine riesen Anlage. Da ist er. Sind 2.
kann nicht wahr sein. Habt ihr gesehen? Das war knapp. Wie kann man? Mit einem Granatwerfer auf die Entfernung vorbeischießen. Auf so ein großes Ziel. Wie geht das bitte? Das bringt nur ich fertig. Drei Stück waren es, ne? Ich glaube nicht, dass ich den jetzt gekillt habe. Das wird jetzt laut. Moment. Wir bereiten mal eine kleine Überraschung vor. Der kann hier eh nicht rein, der ist zu groß. Schauen wir mal, was haben wir denn da noch? Der kommt uns gerade recht. Sehen wir den von hier? Ja, perfekt. Perfekt. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich habe die Mine, habe ich glaube ich gar nicht dabei. Ah. Schade. Ja, okay. Radio. Nehmen wir das Radio. Hören Sie nicht, oder? Kann nicht wahr sein, oder? Da sind sie gleich dabei. Jetzt sehe ich das scheiß Ding nicht mehr. Das müsste der zweite gewesen sein. Scannt er. Die MP ist auch gutes Teil. So, dann haben wir noch einen oben, ne? Da ist dieser Stützpunkt und der Bauernhof. Da liegt noch einer. BMG, panzerbrechend. Ich will noch mal kurz hier oben auf den Peak hoch und gucken, ob das das ist, was ich denke, oder ob ich mich da vertue. Aber ich glaube, ich kann sein, dass ich mich vertue. Wobei? Oder war das Thorsberger? Ich glaube, das war dann Thorsberger. Schauen wir uns das mal an. Das hier ist das, oder? Ja,
Das hier ist die Riesenanlage. Da kann man super gut von oben reinschießen in die Anlage. Und da ist der Leuchtturm. Ja, okay, also. Wir haben jetzt 50 Minuten rum. Dann würde ich sagen, wenn wir zur Festung Torsberger wollen, ich schaue jetzt noch kurz da drüben hier die Häuser an. Und da machen wir ein kurzes Werbe- und Zigarettenpäuschen, bevor wir uns dann auf den zweiten Teil unserer heutigen Reise machen. Ach, guck, wer da ist. Man hat mich schon gesehen. Okay, dann drauf. Da ist der andere. Einer ist noch da, ich weiß es. Noch jemand ohne? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja gut. In Kombination mit dem Medikit. Gibt's hier eine Tussi-Uhr und eine Notsignalfackel? Okay. Feuerwerkskörper sind auch komplett witzlos, weil da reagieren sie auch nicht drauf. Also zumindest bei mir nicht, keine Ahnung. Das ist hier auch wieder eine Nebenmission. Gehen wir mal ums Haus, da ist bestimmt wieder ein Tick im Haus. Falls ein Tick drin ist, müsste jetzt Mudo sein. Das für ein komischer Sessel. So haben bessere Tage gesehen. Holla, Teenager. War bestimmt sehr laut hier drin. Früher. Johanns Schnitzeljagd. Die unglaublichen Abenteuer von Nils. Vorsicht. Geh auf den Balkon, schau, wo die Sonne aufgeht. Erblicke die berühmte Burg. Suche nach den königlichen Kammern. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich, Freunde. Aber wie gesagt, jetzt gibt es erstmal ein kleines Päuschen. Aber das markieren wir uns noch. Das liegt eh in der Richtung. Und Gesundheit aufpimpen. Die geben, glaube ich, nur 25, ne? So, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, weiter geht's. Wir machen die Schnitzeljagd. Wir sollen uns zu dieser Ruine begeben. Genau. Schnitzeljagd, Nebenmission. Liegt eh auf dem Weg. Haben wir hier eigentlich alles durchsucht? Waren wir oben? Ne, oben waren wir noch nicht, ne? Druckluftbehälter. Ich glaube, da ist ein Hunter bei der Festung. Wenn ich mich richtig erinnere, ist da ein Hunter. Hier, Ü40. Sveric, Television, auch Radio. Fernsehen und Radio. Geh auf den Balkon, schau, wo die Sonne aufgeht. Osten. Ja. Holla, die Waldfee. Was haben wir denn hier? Der feuchte Traum eines jeden Polizisten bei der Hausdurchsuchung. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Adrenalin, danke. Eine Augenklappe. Falls wir Skull and Bones spielen wollen. Vom Funkgerät nehmen wir auch mal mit. Jetzt war mir klar, dass du im Bad noch was versteckt hast, Kollege.
Und ein Radio. Radio, Radio. Auf geht's. Wir ergründen das Geheimnis der Festung. Begib dich in die königlichen Gemächer. Da ist ein Hunter. Ich kann mich dran. Ich kann mich dran. Ja, man hört ihn schon. So. Zerstöre den Hunter. Wo bist du? Wo bist du? Da ist er. Der hält nicht lange durch, das war mir schon klar. Prototyp. Sieht aus wie ein Ballon, da drüben ist aber ein Turm. So, was gibt's hier? Da war doch auch eine Waffe, oder? Ja. Entschuldigung. Schauen wir mal, was wir da erbeutet haben. An seinen Sohn. Herzlichen Glückwunsch, mutiger Abenteurer. Entschuldige, Nisse, ich konnte nicht umhin, an die Spiele zu denken, die wir gespielt haben, als du noch ein Kind warst. Kaum zu glauben, dass ich fast in deinem Alter war, als du geboren wurdest. Ich muss zugeben, es hat ewig gedauert, um mir dieses Rätsel für dich auszudenken, und dann war es in weniger als 10 Minuten vorbei. Wie auch immer, ich zähle darauf, dass du deine Mutter und deine Brüder beschützt, wenn ich nicht da bin. Keine Panik. Denke einfach daran, dass sie da ist. Nur für den Fall. Papa. Ja. So, dann gucken wir mal, was hat er uns denn, oder beziehungsweise seinem Sohn hinterlassen. Sehr schön. Sehr schönes Gewehr. 270er Teilmantelmunition. Haben wir was für die Mündung? Nein, Magazin aber nicht. Visier. 6,12er in grün. Ja, da machen wir eine schöne Jagdflinte draus. Können wir die denn, sollen wir die denn schon irgendwo mit einsetzen? Wir nehmen sie auf alle Fälle mit. Man weiß ja nie. Das ist alles voll, ne? Aber wir könnten sie auf die 1 setzen. Wir setzen sie auf die 1. So, Freunde, weiter geht's. Ah, das sind einige Safehäuser an der Küste. Lock. Hauptmission. Vernagelt die Kanonen. Auf der Halbinsel Hisingarneset in der Südküstenregion gibt es eine Festung der Küstenartillerie. Sie gehörte anscheinend zu den ersten Angriffszielen, war für die schwedische Armee von außerordentlicher strategischer Bedeutung. Finde heraus, warum, und durchkreuze etwaige feindliche Pläne. Verfolgen wir. Ja, das ist in diese Richtung. Das ist diese große Festung, die ich vorhin meinte. Schauen wir mal auf der Map, wie weit ist die weg? Boah, ja, die ist ganz schön weit weg, ne? Eieiei. Das Mädchen, das Wolf brüllte, wäre näher, ne? Ach ja. Hier ist das nächste Safe House. Haben wir irgendwo. Ja, komm, wir probieren es mal. Schauen wir uns das mal an. Das ist auf der Insel. Da haben wir bestimmt kein Ding. Keine Fahrradstation, oder? Fahrrad wäre jetzt nicht schlecht. Verdammt. Oder wir gehen nach Kelleby und dann hier entlang der Küste Fischgebäck und dann Fischgebäck und dann hier rein. Okay. Dann machen wir das Mädchen, das Wolf brüllte. Die Veronika. Oder wie lang ist das Video jetzt? Eine Stunde. Also eine neue komplette Mission anzufangen,
Würde ich jetzt nicht sagen. Das hier ist interessant. Ich weiß, das hier ist wirklich interessant, weil hier gibt es einiges an Military Loot. Hier gibt es auch so ein gasdurchflutetes Haus. Das machen wir jetzt. Hier gehen wir hin. Das hier ist so eine Ferienhausanlage. Auch hier irgendwie so ein Military Lager. Und dann schlagen wir uns noch bis dahin durch und da beenden wir dann die heutige Episode. So machen wir das. Weil dann hat es nämlich Hand und Fuß, dann spawnen wir nämlich bei der nächsten Folge dann auch wieder dort und nicht weiter hinten. So, genießen wir noch ein bisschen die schwedische Landschaft. Gleich das Blut in den Ohren. Irgendwo läuft was Schweres in der Richtung. Aha. Das ist ein Tank. Es ist ein Tank. Das nicht der Moment mal. Das doch ist doch dieser Funkturm mit dem Artilleriebeschuss. Dann kam der Artilleriebeschuss aus dieser Artilleriefestung. So fügt sich das langsam zusammen. Gell, Kenny? Jetzt weiß ich, was du meinst. War ist das schön. Jetzt wird's. Ich bin schon fast dran, ja. Lass uns mal da hochgehen. Vielleicht können wir dann in diese kleine Siedlung reinschauen. Die sind direkt hinter dem Kamm. Da ist einiges geboten. Also das sind einige Hunter und viele Runner. Und ich glaube, da hatte ich damals bei meinem ersten Durchlauf auch die erste Mine gefunden. Landminen waren damals recht rar. So. Fernspeer. Einiges los. Ist einiges los da unten. Wegpunkt weg. Die Sonne steht natürlich schlecht. Die steht uns jetzt natürlich genau im Weg. Harvester und ein Tank. Die sind aber da drin, die kommen nicht raus. Aber da ist ein Hunter. Das riskiere ich jetzt. Komm schon, lad nach. Schwierig. Achtung. Hat er mich gesehen?
Ich glaube nicht. Ne, der hat mich nicht gesehen, Gott sei Dank. Uff. Nur fangen, dass ich jetzt hier nicht runter. Runterfall. Ich sehe gar nichts. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, das war klar. Okay, okay, alles gut. Alles gut. Na, da ist der Turm. Scheiße, der Tank. Das ist geil. Das macht Spaß. So, Freunde. Das Haus ist, glaube ich, mit Gas geflutet. Der Tank ist oben. Solange der oben ist, kann er uns nichts. Wir müssen jetzt nur diesen Hunter ausschalten. Geklärt. Oh, 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 oh. Irgendwo ist noch einer. Irgendwo war noch einer. Ich wusste, es kommt noch zu einem größeren Gefecht in diesem Video. Schussfeld kriegen würden. Noch die da oben. Boah, das macht ein Krach, das Vieh da oben. Da ist er. Wenn er will, kommt er da schon durch, oder? Wirklich will. Wir kommen hier nicht hoch. Doch, kommen wir. Ach du Scheiße. Selbst getötet, das war immer wieder typisch. Boah, ich muss da weg. Ich muss hier weg. Aus der Hüfte. Da nicht weg. Bitte, bitte. Ja,
vorbei, genau zwischen seinen Beinen durchgeschossen. Weg. Oh, Scheiße. Haus rein. Oh oh, Freunde. Der Fernseher. Dein Radio brennt. Wie geil. Hallo. Lad nach. Das ist ja wie... Das ist das blöde Vieh da erwischen. Wo ist sie? Da ist sie. Wo ist das Vieh? Da. Thank you.
Doch, ich glaube, das kleine Kruppzeug haben wir jetzt. Jesus Christ. Müssen wir aufpassen, das hört sich so an, als wäre der... Als wäre der Harvester da hinter uns rum in der Zeit. Da ist er. Wenn ich den angreife, dann spawnt er aber wieder Hunter. Jetzt, der könnte mich kurz gesehen haben, ne? Nehmen wir Armor Piercing, vielleicht hilft das mehr. Ja, der ist schon da, ich weiß es. Wo ist er? Der muss hier irgendwo schon in der Nähe sein. Das ist ein heftiger Kampf. Aber der bläst da oben schon richtig gut. Der wird nicht mehr lange durchhalten. Eine haben wir noch. Aber hier liegt bestimmt genug Sprengstoff rum. Okay, ihr denkt, ihr seid links. Fall nicht ins Wasser, bitte nicht. Na. War ja klar, da unten ist er. An den kommen wir nicht mehr ran. Der ist weg. Schade. Der hätte bestimmt irgendwas für uns gehabt. Erstmal Munition, Freunde. Na warte, das kommt 10 Magazin. Nehmen wir mit. Haben wir den da schon? Den haben wir schon. Boah, das war eine heftige Schlacht. Also da war ich mir zwischendurch mal unsicher, ob ich da nochmal restlich verstärke. Dankeschön. Die brauchen wir auf alle Fälle. Ob ich da rauskomme noch. Gut, eigentlich hätten wir es ja gar nicht geschafft. Weil ich bin ja schon mal kaputt gegangen vorhin. Viecher. Erweitertes Com 10 in Gold. Mhm. Wahrscheinlich hat der Tank die Com 10 gehabt. Kleine EMP. Gib mir ein Vollsichtmodul, Baby. Gib mir ein Vollsicht. Wir schauen uns gleich das Haus an. Keine Sorge. Hochexplosiv. Dankeschön. Irgendwo ist da hinten noch ein Hunter. Das ist ein rostiges bestimmt. Okay.
Munition, Munition. Da ist noch der Harvester da vorne. Okay. Mal schauen, was der LKW geladen hat. Ja, da waren sie, da sind die Minen drin. Eine graue Kappe ist zwei Handgranaten, danke. Und eine Mine. Ich wusste, ich finde hier eine Mine. Ja, das Haus hat aber ganz schön ein paar Volltreffer ausgehalten, ne? Gut, okay, also. Wir brauchen Profil. Gasmaske grün, dankeschön. Was habe ich denn da eigentlich an? Jacke. Wieso habe ich die komische Jacke an? Ja, genau. Also, jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Da liegt noch einer. Alles mit, können jetzt nicht lange rumsuchen. Können wir ja aussortieren alles. Ich glaube, das war schon alles. Das sind die gleichen Container, Gascontainer wie in dem Bunker. Okay, raus hier. Uff. Und da drüben ist das Safehouse. Da halten wir uns jetzt gar nicht mehr lange auf. Ha, frische Luft. Bum, 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 bum. Ah, Widerstandsbandana. Fertig. Puh. Müssen wir mal durchlesen, was da auf dem Zettel stand. Aber zuerst schauen wir, dass wir da rüberkommen. Irgendwas hat mich aufgefasst. Hier werden wir wahrscheinlich nicht drüber laufen können. Der Harvester zieht seine Runden da oben. Den holen wir uns in der morgigen Folge, würde ich sagen. Und jetzt sind wir schon bei 1,25. Knapp. Und ihr wisst ja. Da, wo das Schiff ist, da können wir durchlaufen. Das Military Camp schauen wir uns dann auch morgen an. Lauf. Junge. Ist lol. Das ist blöd gemacht. Das hätten sie besser machen können. Kommt er hier auch wieder nicht durch. Ich
bewusst ist, dass du da nicht durchkommst. Du musst da außen rum vorbei. Oder? Ja klar. Ja gut, es scheint feindfrei zu sein. Manchmal hat man hier so eine Horde Runner gehabt. Komme ich hier rüber vielleicht schon? Hm? Das wäre doch nett. Ja, das sieht gut aus. Schnell, bevor er einen Schlaganfall kriegt. Komm, renn. Steiger deine Ausdauer. Das ist das Safe House? Nee, ne? Noch nicht. Oh, geiler Sonnenuntergang. Oder Sonnenaufgang, ich weiß es gar nicht mehr. Ne, das da. Das war auf alle Fälle eine sehr schöne Fahrradstation. Ah, so gefällt mir das. So, Unterschlupf freigeschaltet. Uff, Freunde, das war ja, ne? Nach so einem. Ich muss mich erstmal hinlegen. Ah. Ja, der gute Ü wird sich jetzt hier ein bisschen ausruhen auf der Isomatte. Zum leichten Geplätscher. Ich kann gut einschlafen. Oh. Ja, war ein langsamer Beginn der Folge und dann ging es aber doch noch voll ab. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ich hoffe, ihr seid dann auch bei der nächsten Folge mit dabei oder in einem meiner anderen Videos oder Livestreams jetzt am Wochenende. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, bleibt gesund, schönes Wochenende. Tschüss, sagt euer Ü40.